Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Nomlos, der Let's Play Opa. Und wir erleben hier Weird West. Ja, wie ihr vielleicht schon bei der letzten Folge gesehen habt, ich habe ein bisschen was investiert. Und ja, mir da so eine tolle Tapete besorgt. Nein, natürlich ein ganz normales Bild. Das jetzt als Hintergrundbild fungiert. Hier für meine Webcam. Oder Facecam. Egal. Weil ich dachte so irgendwie, das, was ich da so in den ersten Folgen präsentiert habe, so den Hintergrund des Raumes, in dem ich aufnehme, das war jetzt nicht so der Riesenbringer. Und das Ganze noch umzugestalten, so dass es ein bisschen gefälliger aussieht, das wird sich noch ewig hinziehen, sofern ich das überhaupt bekomme. Und insofern dachte ich mir, das Aufnahmeprogramm, was ich hier verwende, OBS natürlich, ist so leistungsfähig, bietet so viele Möglichkeiten. Da greift man doch dann gerne zu diesen Dingen, die sich da so anbieten. Ich hoffe, es gefällt. So, es wird wahrscheinlich auch gefallen, wenn ich jetzt hier eigentlich mal weitermache. Und nicht so ewig rumquatsche mit irgendwelchen unwichtigen Dingen. So, ja. Ja, wie hoch kannst du springen? Ein bisschen mehr Höhe und du könntest an interessante Orte gelangen. Ja, interessant, interessant. Interessant ist auch Ort für die Spurensuche, Tag 3. Wir haben Gott sei Dank im Augenblick immer noch 4 Tage Zeit, um da den Schmied zu befreien, aber grübel gerade darüber nach, deswegen so mein blöder Blick, was das da für Kreuze sind. Sind das jetzt die Toten, die da jetzt noch rumliegen? Lagen die da letztens auch schon? Ich habe gar nicht gesehen. Oder wahrscheinlich, ne? Also das würde von, nee, von der Position her. Bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Vor allen Dingen, warum das einmal ein weißes Kreuz oder ein helles Kreuz und einmal ein schwarzes. Ganz eigenartig. Ich meine, der Punkt ist klar, die Person, die da rumsteht und wo ich die ganze Zeit über am Grübeln bin, ob ich die umgehen kann oder nicht. Wo gerade hier der Hinweis war, ne, von wegen, wie weit kannst du springen? Naja, Gebietsgrenze, da bin ich jetzt ein bisschen... Da bin ich jetzt ein bisschen über das eigentliche Ziel hinaus, aber immerhin. Ich konnte sie bis jetzt umgehen. Da wäre immer die Person da auch... Nee, ne? Ist jetzt gerade umgedreht. Euer fucking Ernst. Du bist, da bist du ja. Du hast ein paar Fußabdrücke entdeckt, untersuche sie, oder sich ja bekannt. Trödel nicht, ja. Ich würde ganz gerne mit sie rankommen. Die scheint unbewaffnet zu sein, aber das muss A nichts heißen. Es wird alles zu Staub, alles zu Staub. Komm. Ich muss auch aufspringen. Das ist ein Kind. Okay. Geheimnisvolles Mädchen. Ah, die Reisende. Du bist gekommen. Es hat also funktioniert. Dieser Körper steht ja gut. Geh weiter. Du bist auf der Suche, wenn ich... Du bist auf der Suche, wenn ich mich nicht irre, oder? Nach Spuren, die dich zu deinem verschwundenen Liebling führen. Ich kann dir zeigen, wo du sie findest.
Du darfst die Spur nicht verlieren. Ich will das hier nicht länger erdulden müssen als nötig. Fragen, was sie erdulden muss. Fragen, wieso sie glaubt, dass du auf einer Reise bist. Fragen, was sie mit diesem Körper meint. Alles wichtig. Ich hoffe, ich kann alles fragen. Ich gehe mal hier mit dem Erdulden. Also fangen wir hier mit dem Erdulden an. Oh, das wirst du schon noch verstehen irgendwann. Ja, was ist mit diesem Körper? Was ist schon ein Körper? Eine unendliche Last. Etwas, das dich hier gefangen hält. Selbst wenn du gar nicht hier sein möchtest. Sie wird nicht... Sind wir nicht alle Reisende? Treiben durchs Leben so bedeutungslos wie ein Stock, der im Fluss mitgerissen wird. Beenden wir das Gespräch. Gut. Müdigkeit tief in meinen Knochen. Mehr können wir mit der guten Dame jetzt erstmal nicht machen. Ich könnte den Kojote noch durchsuchen und das Fleisch mitnehmen. Wahrscheinlich nicht verkehrt ist. Kiste. Einen Flanelllappen. Man weiß nie, wann man unterwegs ein Stück Flanell gebrauchen kann. Ja, das nehmen wir doch mit. Kriegt das Pferd zum Tragen. Irgendwann bricht es dann zusammen. Mal sagen, das war noch eine Kiste. Oha. Das ist Whisky. Ein wichtiger Bestandteil der Reiseausrüstung eines Viehtreibers verursacht für 14 Sekunden den Status betrunken. Ich hoffe, ich kann den aufnehmen, ohne dass ich ihn direkt trinke. Sehr gut. Kartensatz. Die Kanten sind schon abgegriffen, aber immerhin fehlt keine Karte. Die braucht man auch verkaufen. Gepillt. Was haben wir hier? Ein Becher. Zerkratzt und verfährt, aber noch nicht. Nimm mal mit. So, gibt auch Geld. Hier liegt jemand rum. Den könnte man durchsuchen. Der hat aber nichts dabei. Der Geier vergnügt sich da gerade ein bisschen. Ein leerer Schrank. Den kann man durchsuchen, muss man aber nicht. Bringt relativ wenig. Ja, das Mädchen war mehr so mysteriös als jetzt böse oder gefährlich oder so. Dann untersuchen wir mal die Spuren. That girl, something mighty off about her. A look in her eye, dead as a river stone. Well, at least she pointed you in the right direction. Beggars can't be choosers. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Gut, da geht's weiter. Mal davon aus, dass hier so weit nichts mehr ist. Wobei dieser Hinweis mit dem Springen, das bringt mich dann doch auf die Idee. Mal so ein bisschen mich umzuschauen, aber die Karte ist A, relativ begrenzt. Und ich denke nicht, dass es da noch viel zu entdecken gibt. Da liegt noch ein Kojote rum. Den und so weiter und so fort. Deren Sinn wir ja jetzt auch mittlerweile kennen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Speichern. Okay. Und dann geht's Grenze reisen. Wo ist mein Hotel? Greenwood Ruhn. Eine verfallene Hütte, verborgen im Unkraut. Dunkle Flecken durchtränken den Schmutz. Folge den Spuren der Stillwaters. Nochmal vier Nachricht lesen. Auf N. Moment, Blick. Los.
Besitz des berüchtigten Bordells Laternenstube verschwunden. Kürzlich wurde berichtet, dass der Eigner den als Laternenstube bekannten Sündenfuhls in der Nähe der weinseligen Stadt Cedar Flats seit einigen Tagen vermisst wird. Ob die Geschäfte mit der Fleischeslust den Mann eingeholt haben oder irgendeine finstere Macht am Werk ist, wissen wir noch nicht. Unseren Lesern wird wie immer angeraten, die Sünden zu meiden, um ihr Ansehen bei den Geistern zu wahren. Ja, wie war. Sündigt nicht, auf dass euch nichts Böses widerfahre. Einsturz in der Ore Point erfordert 3 Leben. Ore Point, okay. Drei unschuldigen Seelen wurden von... Nochmal, 3 unschuldige Seelen wurden von Jepp geerntet. Die Bergleute in der Ore Point haben den Tod 3 Arbeiter bekannt gegeben und bitten alle Ergebenen für eine sichere Reise ihrer Freunde mit der Ebbe zu beten. Mögen die Geister sie auf ihrer letzten Reise gnädig aufnehmen. Die haben so ein ganz eigenes Glaubenssystem hier. Ne? Es geht hier sehr viel um Geister, es geht um Flut und Ebbe. Faszinierend. Jahrmarkt wird in Burnsville stattfinden. Eine wunderbare Gelegenheit für Unbeschwertheit in unruhigen Zeiten. Sollte Ihnen und den Ihren der Sinn danach stehen, Ihre Lebensgeister aufzufrischen und vielleicht neues Vieh und Waren zu erwerben, dürfte es Sie freuen zu erfahren, dass in rund 6 Wochen ein Jahrmarkt in Burnsville veranstaltet wird. Örtliche Farmer werden eine große Auswahl an Waren aller Art anbieten und es wird Unterhaltung und Süßigkeiten für die Kinder geben. Das ist doch schön und nett. Zombies! Pestverbreiter? Sind die jüngsten Sichtungen von Untoten im Westen irgendwie mit der Ausbreitung der Pest verbunden? In Gegenden, in denen Pestsymptome grassieren, haben Leser uns auch viele Sichtungen von Untoten übermittelt. Falls diese Krankheit tatsächlich etwas mit dem Fluch der Untoten zu tun haben sollte, wären Reisende gut beraten, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wenn sie sich infizierten Städten nähern. Ja, das ist auf jeden Fall anzuraten, bevor man sich da irgendwo oder irgendwie und so weiter infiziert. Wichtigste Läden mit H. Ich guck mal. Ja, kann man damit. Ach, interessant. Ein- oder ausblenden. Gut, wir machen uns mal auf den Weg. Mit unserem Hotel. Huch. Eine Gruppe von Wanderern, bepackt mit allerlei Waren, die sie zum Kauf anbieten. Ja gut, ich würde sagen, achso ja, eh okay. Dann könnte ich vielleicht das ein oder andere in Geld und so ummünzen. So, dein Pferd, der hat ja, das Foto hört ja auch so einiges schon in der Satteltasche. Wandererin, wir reden mal. Lisa Coleman. Amulette, Elixiere, wir haben die besten Zaubereien im Angebot. Was geht denn jetzt hier mit ihr? Die will jetzt hier durch, oder was? Keine Ahnung. Waren ansehen. So, oh ja. Dein Inventar. Moment. Ich könnte Dinge verkaufen. Erstmal. Dieses Teil, jenes Teil. Ne. Wird hier gerade vom Park rein fliegen, Piesack. Das kann man auch verkloppen. Was ist das? Ein Schlafsack. Und auch verkaufen. Die Uhr. Brauchen wir.
Der Hammer. Schadenreichweite, robust angesenkt. Überlege gerade, ich glaube, man kann den nur als Waffe einsetzen. Werkzeug? Also so wirklich als Werkzeug? Ich halte den erstmal nochmal, bis man weiß ja nie. So. Achso, hier, Whisky und so weiter und so fort. Kaufen. Auch weg. Das auf keinen Fall. Was ist das? Weißwein. Weg damit. So. Damit habe ich jetzt ein bisschen was an Geld. Elixier des sechsten Sinns. Das habe ich noch gar nicht. Für 30 Sekunden kannst du lebendige Wesen durch Hindernisse hindurch sehen. Für dieses Elixier verwenden die Wanderer verschiedene wirkungsvolle Kräuter. Frisch und kühl mit einem kräftigen Duft, der die Sinne belebt. Kaufen für $20. Du hast 21. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Da. Kleinen Augenblick mal eben. Kann ich mal eben aufschließen. Das hier haben wir doch mal jetzt mal durch. Und ich habe hier noch mein Pack hier. Und dieses hat ja dann auch noch so einiges dabei, glaube ich. Seile kann man. Hier steht aber Hilfsmittel. Ich behalte das Seil mal vorsichtshalber auf die Spitzhacke. Von den Teilen habe ich 2 Stück. Könnte ich jetzt verschrotten, in der Hoffnung, dass da eine Munition bei abfällt, was wahrscheinlich passieren wird. Oder ich könnte die für $2 verkaufen. Versuchen wir, ob ich die loswerde bei der guten Dame. Hatte ich da nicht noch mehr bei dem Pferd? Achso, ja, die Gewehre, richtig. Die habe ich ja auch schon doppelt. Also ich trage 2 mit mir rum im Augenblick. Und 2 hat er Protehü. Das bringt auch nur $2. Dann würde ich die eher verschrotten wollen. Gewehrpatronen 2-mal. So. Okay, dann machen wir das auf die Art. Ja, ich weiß ehrlich nicht, ob ich das da kaufen soll dafür für $20, das dieses Elixier. Ja, aber egal. Wir machen es einfach mal. Wanderer reden. Diese Pest ist die schlimmste Krankheit, die ich seit Jahren gesehen habe. Ist sonst noch jemand schwindelig oder geht es mir nur so? Ich glaube, du bist die Einzige. Lagerfeuer entzünden. Ich glaube, da kann ich Dinge dann braten und so. Das haben wir ja auch schon mal ausprobiert. Du bekommst einen Rabatt und solche Zaubereien wie unsere bekommst du nirgendwo sonst. Ja, dann würde ich sagen, hier, dann nehmen wir mal ein so ein Teil mit. Einfach mal so aus Spaß. Dann haben wir es auch. Und das soll es dann aber auch gewesen sein. Interessanter Verkaufsstand. Herzen ausblasen und tragen. Nö, das will ich eigentlich nicht. Wandernde Spieldose in Gang setzen? Wandererspieldose in Gang setzen? Okay. Stehlen, ne, stehlen will ich hier nichts. Will mich ja nicht unbeliebt machen. So, kurze Exkursion. Und weiter geht's. Giftwolken sind hoch. Also das können wir schon mit den Giftwolken, die sind hochentzündlich. Und ja, machen jede Menge Aua.
Ihr habt euer Soll nicht erfüllt, Stillwater. Verpiss dich, Sirene. Wir haben halb Krackel für euch entführt. Rede nicht so mit ihm, du Schwachkopf. Du hast ein Problem mit unserer Vereinbarung? Ja, habe ich. Wir sind nicht eure Diener. Wir sind die Stillwaters, verdammt. Ich sage, du und dieser Shelby hier und so weiter könnt euch zu uns holen. Weißt du was, Stillwater? Dein aufmüffiges Gerede hat meinen Appetit angeregt. Du, da hast du ein Problem mit unserer Vereinbarung? Nein, gar nicht. Bei der nächsten Lieferung wird alles besser versprochen. Aber das... Die kriechen jetzt. Ich brauche einen Whisky oder besser zwei. Smells all wrong here. Sirens have been feeding. Let's hope your husband wasn't on the menu. Eine Sirene. Wo will er denn jetzt hin? Eieieiei. Okay, ich will mal sagen. Speichern? Ja, komm, wir nehmen ja schon den bestehenden. Ist ja jetzt nichts. Bis jetzt noch nichts Gravierendes passiert. So, ist es dunkel? Ich hoffe, ihr seht was. Ich sehe so ein bisschen. Der Kollege schleicht da hinten rum. Der macht seine Runde, glaube ich. Ja. Das ist die Frage. Ihr habt das Fragezeichen von dem Meister da gerade gesehen. Der wird ja hier irgendwann vorbeikommen, ne? Wollte ich dem hinterher oder so? Wenn er die ganze Zeit. Geht's Grenzen? Nein, ich will nicht reisen. Wenn er die ganze Zeit hier rumgeistern ist. Das kann natürlich jetzt noch ewig dauern. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Moment. Da hinten. Da läuft irgendwas. Oha. Er kommt zurück. Fühlt sich relativ nass. Okay. Wir versuchen, in seinem Rücken zu bleiben. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Irgendwas anderes ist da nass geworden. Ich nehme alles mit. Ich sehe nichts. Ich sehe jetzt halt nur an den Symbolen, dass da irgendwas ist, was nass werden kann. Irgendwas Lebendiges. Das können Menschen, Tiere, Sirenen, sonstiges Gedöne sein. Ich bin mir da nicht sicher. Und hier bin ich an der Gebietsgrenze die ganze Zeit über und mir wird hier Reisen angeboten. Oh, da haben wir den Regen aufgehört. Wird das hell werden? Das sieht irgendwie nach, weiß ich nicht, Coyote oder dergleichen an. Mit den Tieren will ich mich nicht anlegen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Einfach aus dem Bedürfnis heraus, hier niemanden... auf mich aufmerksam zu machen. Ich pack den mal hier so hin. Cool. In der Hoffnung, dass der da nicht gesehen wird. Sollte irgendjemand da rumrennen. So, ich guck mal gerade wegen der Zeit. Wie lange ich hier schon aufnehme. Ich war so ein bisschen nass. Also sie, unsere gute Jane, nicht jetzt weniger. Auf jeden Fall haben wir den Rumrenner da schon mal kalt gestellt.
So, ich verstecke mich immer so ein bisschen, damit man mich nicht sieht. Und dann mache ich mal Folgendes. Jetzt seht ihr mich besser. Das ist auch gut so. Habe ich letztens vollkommen vergessen. Ja, ich würde sagen, ja, erstmal danke fürs weiter dabei sein und weiter gucken. Und ihr kennt das ja, ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, liken, kommentieren, kritisieren, Abo dalassen, alles möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn da was in diese Richtung passiert. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen und ich hier irgendwie heldenmütig weiterkommen werde mit den Stillwaters und was ich da alles so machen muss. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.